Und hier wird ja schon du 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 du. Da da pam 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 pam. Na gut. Ja, 35 Bahnen haben wir jetzt schon wieder.
So. Dann fahren wir jetzt darauf. Zwei Felder haben wir jetzt noch. Upsi. So, ich denke, wir sind jetzt breiter auf jeden Fall. Ah, da sehe ich nichts dagegen, wenn ich da drüber fahre. Sehr schön. Na, 38 ist schon stolze Summe, muss man sagen. Also, jetzt rechnet ihr euch aus, das sind 214 Liter, eigentlich. Mal einen hohen Zinssatz. Mit einem wenigen Zinssatz. Können wir da so ein paar das mitnehmen? Ich glaube, ein Anhänger bringt uns, umgerechnet von der Ballen, hat uns 2000 gebracht, ja. Rechnen wir einfach 46.000, sagen wir. Eine Ladung bringt uns 40.000, ja. Dann haben wir da jetzt 80.000 gemacht, ja. Und wir haben noch ein Feld. Also, machen wir das ein paar Mal, rentieren sich hier die Grasfelder. Sagt, nächster Part wird alles ansammeln.
Obwohl, auf dem Grasfeld könnte man es eigentlich liegen lassen. Wir konzentrieren uns gleich auf die Ernte. Meine Option. Ist das Grasfeld drüben, wenn wir ihn dann alleine machen lassen? Das kostet jetzt Ballenwickler bräuchte man den hier. Das kostet ein Fahrzeug eh, logisch. Für einen neuen Hof, da werden wir wirklich hoch uns verschulden wahrscheinlich. Ja, also. Jetzt denke ich, wenn wir einen Kreditrahmen von, sagen wir, 2, 4, 500.000, das heißt. Ja, wird schon was werden. Also. Und mal die ganzen Ernten dazu. Dann schauen wir mal, was da dann überbleibt im Endeffekt. Aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, schon sehr viel überbleiben. Wir werden über 300.000 Rassilage machen. Strich lasse ich jetzt absichtlich aus einmal. Den zweiten nochmal anfangen. Und ja, im Wickler werden wir uns mieten. Die ganze Milch dann auch noch rausbringen, die Gülle müssten wir rausbringen, das müssten wir uns alles mieten, die ganzen Geräte dann auch noch, bevor wir den Hof umbauen, dann müssten wir Geräte mal alle wegschaffen, was wir dort haben. Dann werden wir eine Baufolge oder Baufolgen machen. Ich hoffe, das wird dann alles finanziell sich eh ausgehen, aber wie gesagt, vorher möchte ich eigentlich auch nichts machen. Ich möchte lieber, dass wir mit einem Polster da rein starten. Und die Kühe lassen wir jetzt dann ausgehen, die werden wir jetzt dann verkaufen. Sobald sie kein Essen mehr haben. Und oh, das ist gleich eh nichts zum Sagen. Also ein Ballen, was jetzt halt vom Fahrgeber kommen. Und da jetzt noch jede Menge Ballen, die werden wir irgendwo uns hin platzieren müssen. Müssen wir dann schauen, wo. So. Gib ab. Nichts hält eben am Boden. Jeder Stunde. Wenn der darüber geht, aber ich habe vergessen, welches Grasfeld das ist. 90, 50. Das wird eng, das wird eng. Wow. Als ohne Rücksicht auf Verluste. Tja.
Schade, dass ich ihn nicht nehmen kann. Hätte ihn jetzt gleich ins Gebüsch geschmissen. Da steht eh unser Preste da rechts. Hier gekauft. Gut, dann können wir den Eckwerfer reinfahren. Nur darum zurückzahlen. Und da wirklich mal weniger haben. Jo. Also da kriegen wir wirklich viel zusammen. Das sind dann über 100.000, die wir da locker haben. Und Money. Nur durchs Gas. Ich glaube, das kann sich dann schon sehen lassen. Wieder wechseln. Wir bedanken uns. Womit ich anfangen werde, bevor ich den Hof baue, ist alles besetzt. Ist flach zu machen. Wenn man überlegt, wir müssen ja da ein bisschen ebnen, da nach hinten jetzt nicht unbedingt, aber. Das zeige ich euch jetzt noch schnell. Denn ich habe überlegt, wenn wir uns doch jetzt die Kühe anschauen. Ja. Wo ist denn der Kuhstein mit Automat? Ja. Wenn wir uns das hierher machen, ja, so. Da. Und da. Ja, dann haben wir es ziemlich synchron. Darunter hätten wir dann die normalen Wirtschaftsgebäude, ja. Und das Feld haben wir jetzt schon, das müssten wir so kaufen. Und dann würde ich da eben anfangen, ein bisschen eine Ebene reinzubringen. Da unten kriegen wir nie zwei hin.
Hätten wir 1000 Kühe und 1000 Kühe reichen. Na passt. Dann bis zum nächsten Mal.